Starten wir, Marvin. Herzlich willkommen oder vielleicht doch besser herzlich willkommen zurück beim MSV Duisburg. Danke. Du hast 2013 schon mal hier einen Vertrag unterschrieben und zwei Testspiele für den MSV absolviert. Zwei Siege, einmal gegen den DSV 1900 und einmal gegen den KFC Uerdingen. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Ja, durchweg positive. Ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt im Verein, auch in der Mannschaft, die wir damals hatten. Leider ist es damals anders gekommen, als wir uns das erhofft haben. Und ich habe immer wieder gesagt, dass es mir hier sehr, sehr gut gefallen hat, dass die Gespräche auch schon damals gut waren, so wie heute. Vor allem mit Ivo und jetzt auch dem Trainer. Und deswegen gab es für mich, ja, obwohl ich auch noch andere Sachen hätte machen können, ja, war für mich trotzdem so, dass ich mich für den MSV Dies entschieden habe, weil es einfach so ist, dass dieser Verein eine gewisse Strahlkraft trotzdem für mich weiterhin hat, ja, und hier eine gewisse Power hintersteckt. Und ich bin auch ein Arbeitertyp und möchte jetzt einfach mit anpacken, damit man hier wieder bessere Zeiten hat. Wie muss ich mir das so als Fußballprofi vorstellen? Ist es denn so, dass man beispielsweise immer mal wieder mit dem Sportdirektor, der hier ist, Kontakt hat? Kam es jetzt für dich so ein bisschen aus heiterem Himmel? Erzähl mal, wie war das? Ja, es ist so, dass wir natürlich gesprochen haben, jetzt schon auch über einen längeren Zeitraum, ich mir auch den Gedanken gemacht habe und sie sich wirklich sehr bemüht haben um mich. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass der Verein unbedingt mich auch haben möchte. Und der Kontakt ist nie so wirklich abgerissen zwischen jetzt auch Ivo und mir. Und dadurch sind wir auch wieder in Kontakt gekommen. Und diesmal hat es gepasst und ich hoffe, diesmal kommt nichts dazwischen, dass ich wieder, ja, dann wieder was anderes machen muss. Also sieht ja alles gut aus. Ja, wir hoffen auch schwer, dass es für mehr als zwei Testspiele jetzt bei uns reicht. Ja, ich hoffe auch. Also nicht, dass ich wieder nach 10 Tagen meine Koffer packen muss. Ja. Gehen wir noch ein ganzes Stück weiter zurück. Du bist ungefähr mit 17 Jahren, 2007, mit der Berliner Pöchau Oberschule Schulweltmeister geworden. Und bist im selben Jahr dann noch mit dem DFB unterwegs gewesen. Mhm. Erzähl mal, wie war das damals und was hast du da mitgenommen? Jetzt bist du natürlich extrem zurückgegangen in der Zeit. Die Frage wird mir oft gestellt, wie kann man sich das vorstellen? Es ist so, dass wir halt Schulweltmeister geworden sind und das war ein Riesenerlebnis damals. Ja, ich war 16 und bin damals nach Chile geflogen mit meiner Schule, mit meiner Klasse sozusagen. Wir waren eine freie Fußballklasse sozusagen in Berlin. Und es war echt eine geile Zeit, also das habe ich echt genossen und es sind auch Erinnerungen, die einen einfach prägen und die man einfach mitgenommen hat und bin sehr, sehr stolz drauf, diesen Weltmeistertitel zu tragen, obwohl es nur Schulweltmeister ist, aber es hört sich, es war schwerer, als man so sagt. Es macht schon was her im Lebenslauf auf jeden Fall. Ja, also Weltmeister, auch wenn es Schulweltmeister ist, ist man trotzdem sehr, sehr stolz drauf. Ja. Kommen wir vielleicht wieder auf den MSV zu sprechen, ja. Und auf das aktuelle Team jetzt hier. Wen kennst du da schon aus dem Team, aus der Kabine, vielleicht auch aus dem Funktionsteam? Ja klar, ich habe gegen Bayern noch gespielt, als er noch aktiv war. Und aus dem Team kenne ich jetzt Asis. Klar, bei denen in Sandhausen gespielt und bei St. Pauli. Und zudem kenne ich Kolja noch. Kolja Pusch, klar, in Regensburg erfolgreiche Jahre zusammen gehabt. Das sind auch die, über die ich mich auch ein bisschen noch mal informiert habe über das Team und die mir durchweg Positives nur erzählt haben. Und der Kontakt ist da auch immer nie abgerissen. Ja. Stichwort Kabine, jetzt bist du der dritte Marvin in der Mannschaft, nach Marvin Ajani und Marvin Bakalorz. Hast du einen Spitznamen, sodass wir uns das ein bisschen leichter merken können? Ja, ihr könnt mich einfach Knolli nennen und alles ist gut. Sehr gut, Knolli, dann fangen wir gleich damit an. Jetzt ist dir die aktuelle Situation hier ja bewusst, sicherlich nach den Gesprächen, die du ja gerade angesprochen hast, mit Kolja beispielsweise. Worauf kommt im Abstiegskampf, im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Liga an? Ja, dass man noch enger zusammenrückt. Das ist natürlich so, dass die Situation, die muss man jetzt so hinnehmen, die muss man vor allem auch annehmen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie enger zusammenrücken. Es kommt auf Kleinigkeiten an, vielleicht nur ein paar Stellschrauben, die man drehen muss, damit man wieder Erfolg hat. Wir müssen jetzt es schaffen, einen guten Flow reinzukommen, vielleicht nochmal eine Siegesserie zu starten. Aber es kann natürlich auch sein, und das ist ganz normal, dass man vielleicht auch mal eine Niederlage, dass man vielleicht mal einen Rückschlag hat. Aber in so Zeiten muss man dann halt auch zusammenstehen und trotzdem nicht irgendwie vom Weg abkommen. Ja, ich denke, dass die Mannschaft die Qualität hat, diese Klasse auf jeden Fall zu halten.
Aber wir dürfen jetzt nicht darüber nachdenken, was ist, wenn wir wieder ein Spiel verlieren, was ist, wenn wir mal nicht 3 Punkte holen, sondern es ist noch ein ganzes Stück zu gehen, ja, in dieser Saison. Und darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Und ich denke, das werden wir. Und dann werden wir auch wieder schönere Zeiten hier erleben. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, dass du auf dem Platz ein Arbeitertyp bist. Wie willst du sonst so deine Stärken auf dem Rasen hinter dir beschreiben? Und wie willst du die dann einbringen bei uns? Ja, zudem einmal bin ich ein eigentlich sehr, sehr lauter Spieler. Ich spreche viel auf dem Platz mit meinen Mitspielern, versuche ihnen ein gutes Gefühl zu geben, versuche sehr viel zu coachen. Zudem denke ich, dass mein linker Fuß jetzt nicht der schlechteste ist. Ich denke, bei Standards kann ich auch noch eine Waffe sein. Das entscheidet manchmal auch Spiele, ob man dann mal halt gewinnt oder noch einen Punkt holt. Zudem denke ich, habe ich einfach jetzt eine gewisse Erfahrung auch über die Jahre gesammelt. Und die werde ich einbringen. Und das alles in Kombination, denke ich, kann ich der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Ja. Stichwort Erfahrung einbringen. Wie könnte sowas dann auch neben dem Platz, beispielsweise in der Kabine, aussehen? Und wie bereitet man jetzt so einen Wechsel zum MSV Duisburg vor? Informiert man sich da über das Umfeld, abgesehen von den Spielern, die du jetzt gerade schon erwähnt hast? Wie hast du dich da eingelesen, vorbereitet auf den Verein? Ich habe mich mit allen eigentlich gesprochen. Ich habe mich reingelesen, ich habe selbst mir Kommentare bei Social Media angelesen, also rein einfach mal durchgelesen, um mal einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist gerade im Verein los, wie ist die Stimmung. Klar ist es gerade den Tabellenplatz geschuldet, dass es nicht gerade eine Euphorie hier ist, aber ich weiß natürlich auch, dass sich im Fußball immer alles sehr, sehr schnell drehen kann, zum Guten und auch zum Schlechten. Ja, ich habe auch schon alles durch. Und das sind immer nur Kleinigkeiten, wie ich schon gesagt habe. Wenn man mal wieder ein paar Spiele gewinnt und vor allen Dingen auch alle merken im Verein, dass wir da Gas geben, dass wir arbeiten, dass wir 100% alles raushauen, so, dann weiß ich ganz genau, dann wird man wieder eine richtige Power hier entwickeln. Und dafür bin ich da und in der Kabine, na klar, ich bin ein älterer Spieler und versuche auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja ganz klar. Und da versuche ich vor allen Dingen auch für die jungen Spieler da zu sein, die vielleicht diese Situation noch nicht so kennen. Und die sich da vielleicht Gedanken machen, darf ich einen Fehler machen, darf mir irgendwas passieren? Nein, es ist Fußball und da heißt es arbeiten und wenn man arbeitet, dann wird man immer belohnt. Und daran glaube ich und ich denke, wir werden hier in der Rückrunde alles dafür tun, damit wir die Ziele erreichen. Und wie gesagt, dafür bin ich auch außerhalb des Platzes dafür verantwortlich, dass wir da eine gute Stimmung haben. Jetzt nicht gute Stimmung in dem Sinne, dass wir nur miteinander lachen und dass wir nur Spaß haben und denken, alles ist super. Nein, Spaß hat man immer, wenn man Erfolg hat. Und da werden wir Woche für arbeiten und dann kommt der Spaß auch wieder und dann wird auch wieder super Stimmung sein und daran glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den neuen Spielern. Bei manchen muss man dann halt auch singen. Ich weiß nicht, ob es hier der Fall sein wird. Wenn die Mannschaft natürlich möchte, dass ich ein Liedchen für sie singe, dann mache ich das natürlich. Und am liebsten singe ich, wenn man gewonnen hat.